Ja, hallo. Diesmal darf ich euch bei Notfallmedizin begrüßen, denn wenn ihr das Video seht, dann liegt der 30. Notfall hinter uns. Und da es sich da ja um alles andere als eine einfache Geburt gehandelt hat, habe ich uns zwei Expertinnen mit ins Boot geholt. Und manche haben sie vielleicht schon erkannt. Einmal Stefanie Gotthardt, wie der Name verrät, nicht nur die Frau von Philipp Gotthardt, sondern auch Hebamme. Und Silja Wurm, Notfallsanitäterin und ja, eigentlich jetzt inzwischen hauptberuflich auf dem Baby-NRW tätig. Manche kennen sie vielleicht auch schon aus den vorherigen Videos zur Geburtsbegleitung und eben auch Neugeborenenversorgung. Und das ist auch schon gleich der nächste Punkt, denn wir wollen uns hier eigentlich gar nicht groß wiederholen, weil es gibt schon super tolles Material dazu. Und wir beziehen uns hier jetzt einfach nochmal ganz explizit auf den Nerdfall und ja, seine kleinen Problemchen und ja, gucken, was wir uns da nochmal für Learning Points von den beiden Expertinnen holen können. Und ja, damit würde ich sagen, fangen wir auch schon an. In unserem Fall haben wir ja erstmal eine Schwangere mit Bauchschmerzen vor uns, und zwar in der 28. Woche. Und da stellt man sich natürlich die Frage, oh, was sind denn da jetzt für Komplikationen möglich? Was steht im Raum? Wann müssen wir uns wirklich Sorgen machen und wann dürfen wir vielleicht sogar ein bisschen Stress aus der Situation nehmen? Ja, Steffi, fällt dir da gleich was ein? Also natürlich, bei einer 28. Woche wird man immer direkt hellhörig und ich würde prinzipiell erstmal mit eher Vorsicht an die Sache rangehen als direkt gleich entspannt. Deswegen im Zweifel immer vom Schlimmsten ausgehen und eine Frau, die Bauchschmerzen hat und ein Kind im Bauch hat, hat oftmals natürlich auch einfach Wehen. Wehen kommen und gehen. Deswegen finde ich das immer super wichtig, dass man das einfach gleich auch versucht, bei den Frauen zu erfragen. Wie ist denn das überhaupt? Ist es ein Kommen und Gehen? Ist es ein Dauerschmerz? Kommen und Gehen würde ja wirklich für Wehen sprechen. Genau. Und da ist auch bei einer Frühgeburt, würde ich nicht lang schnacken, sondern einfach zügig in die Klinik gehen. Ganz klar. Okay, alles klar. Na, dann nehmen wir das doch schon mal mit. Und würdest du sagen, bei der 27. Woche können wir auch in jeden Kreißsaal fahren oder sollten wir da im besten Fall wirklich schauen, dass wir eben auch in ein Fachkrankenhaus quasi kommen mit einer Neonatologie? Sicherlich wäre das der idealere Weg, natürlich in ein Perinatalzentrum zu fahren. Aber ich glaube, da ist auch noch mal so ein bisschen entscheidend, wo befinden wir uns gerade und wie weit ist jetzt vielleicht die Geburt? Also haben wir die Zeit, irgendwo hinzufahren? Dann würde ich da natürlich auch hinfahren. Ja, klar. Okay. Silja, du ergänzt uns einfach, wenn dir noch was dazu einfällt, aber das ist ja wirklich dann eher so das Hebammen-Fachgebiet. Dein präklinisches Expertisewissen, das kommt auf jeden Fall auch noch zum Tragen. Genau, als nächstes habe ich mir noch mal so ein bisschen was Expliziteres zur Geburtsbegleitung aufgeschrieben, weil man hat ja auch in dem Fall gemerkt, dass die beiden, die da vor Ort waren, sich einfach auch unsicher waren. Wie sehen denn jetzt wirklich Wehen aus? Geht es jetzt wirklich los oder haben wir eigentlich noch Zeit? Was gibt es denn da vielleicht auch für Wehenarten? Und ja, was sind die Zeichen? Okay, wir bleiben vor Ort, es geht los. Das ist immer schwierig. Also das so zu differenzieren, bleibe ich, fahre ich, ist es jetzt überhaupt schon Geburt oder eben nicht, gerade jetzt in dem Fall von dieser frühen Woche. Und dann auch noch die Verständigungsproblematik ist natürlich super schwierig. Deswegen, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir die Frau verstehen. Und dementsprechend würde ich immer auch einfach im Kontakt mit der Frau sein. Und da erfragen, wie sich denn die Wehen auch verändert haben. Es gibt ja zu Beginn der Geburt einfach diese klassischen Eröffnungswehen, die zwischen 5 und 15 Minuten kommen, mal regelmäßig, mal unregelmäßig, aber sich dann natürlich je nach Geburtsfortschritt auch einfach steigern und auch alle 2 Minuten kommen können. Da muss man natürlich ja, einfach. Ja, ich finde mal ganz wichtig, einfach so dieser Kontakt zu der Frau. Wie hat sich was verändert? Das ist das Entscheidende. Und Presswehen erkennt man ja dann schon. Also ich meine, Presswehen sind Wehen, die man nicht mehr veratmen kann, sondern wo man einfach mitschieben muss. Und das, ja, kann da jeder im Endeffekt sehen, dass es dann bald soweit ist. Aber gerade auch bei den Eröffnungswehen ist es einfach natürlich
habe ich eine Zweitgebärende, habe ich eine Erstgebärende? Bei Zweitgebärenden können Eröffnungsvenen einfach auch mal ganz schnell übersprungen werden und direkt in Pressvenen übergehen. Deswegen auch so eine Blickdiagnose ist man manchmal nicht verkehrt. Ich kenne, der Leitspruch von meiner Hebamme war immer, keine Diagnose durch die Hose. Okay, ja, das ist ja schon mal was. Und wenn du sagst, keine Diagnose durch die Hose, geht es dann einfach darum, sieht man vielleicht schon ein Köpfchen oder auf was würdest du noch achten? Naja, genau das ist es eben. Also es gibt einfach so ein paar Zeichen, wenn wirklich die Geburt akut bevorsteht, öffnen sich die Schamlippen, weil dieses Köpfchen sich einfach Platz macht. Auch der After klafft. Und natürlich, die Frau wird einfach einen massiven Druck auf den Po haben und den kann sie auch äußern. Und deswegen erfragt den auch einfach. Also ja. Okay, einfach reden, 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 höre ich daraus und sich wirklich die Informationen nochmal einholen und versichern, wie sich's anfühlt und da am Ball bleiben. Richtig. Und dann sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen im nächsten Thema drin, denn wenn man noch nie eine Geburt miterlebt hat, fühlt man sich schnell ziemlich hilflos. Wie kann man denn jetzt vielleicht so unterstützen? Also mit dem Atmen und Pressen und man sieht dann oft in Filmen und Dokumentationen, dass es da bestimmte Rhythmen gibt, aber gibt das eigentlich die Frau vor oder was kann man sich denn da vielleicht so ein bisschen zur Hilfe nehmen? Und wie kann man wirklich, ja, vielleicht begleiten auch richtig? Ja, also erstmal in dieser Situation, finde ich, muss man sich bewusst machen, wenn man zu einer ungeplanten Hausgeburt kommt, ist es ja einfach eine ganz furchtbare Situation, einfach weil alle so ein bisschen überfordert sind. Also nicht nur der Rettungsdienst, sondern auch die Frau, weil die hat es ja auch mal primär anders geplant. Deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dieser gelassene Umgang erstmal mit dieser Situation, dass man selber Ruhe ausstrahlt, selbst wenn man komplett aufgeschmissen ist und sich denkt, ach du meine Kacke, jetzt kriegen wir da wirklich dieses Kind zu Hause. Ja, meine Güte, es wird kommen. Die Kinder, die kommen wollen, die kommen auch. Egal ob mit oder ohne Geburtshelferin. Und deswegen ist das Wichtigste eigentlich wirklich gelassen bleiben, ruhig bleiben und auch dieser Frau diese Situation so angenehm wie möglich zu machen, ihre Intimsphäre zu wahren, auch die Geburtsposition, sie selber entscheiden zu lassen. Also nur weil wir als Rettungsdienst dann oder ihr als Rettungsdienst dann da seid, heißt es ja nicht, dass ihr jetzt auf einmal die Leitung der Geburt übernehmen müsst. Im Idealfall seid ihr halt einfach Zuschauer bei einer coolen Geburt. Richtig. Und ja, bei Wehen unterstützen. Die Frau hat ja schon die ganze Zeit Wehen. Also die weiß, wie sie ihre Wehen weiterhin veratmen muss. Und die weiß auch, wenn sie die Wehen nicht mehr veratmen kann, dann schiebt sie einfach reflektorisch mit. Die wartet nicht auf das Kommando von euch, sondern die tut es einfach. Ja. Deswegen ist Dasein und einfach auch den Mann einfach auch mit einbeziehen. Also in allgemein einfach eine Stütze sein. Das ist super wichtig. Das sind auch schon mal ein paar stärkende Worte, um einem da so ein bisschen den Stress zu nehmen. Und ja, ich habe gehört, du hast uns auch einen Mutterpass mitgebracht. Eigentlich befinden wir uns ja gerade schon eigentlich in der Akutphase, aber vielleicht haben wir es geschafft, davor schon mal einen Blick drauf zu werfen. Und vielleicht kannst du uns den noch mal kurz in die Kamera halten und zeigen, was euch bei der Anmeldung im Kreissaal noch mal explizit interessieren würde. Genau, also jeder kennt einen Mutterpass. Das Entscheidende ist eigentlich, am Anfang sind diese Blutuntersuchungen, die sind eher so ein bisschen unwichtig. Der Teil, der aufgeklappt werden kann, das ist der Entscheidende. In dem Bereich hier steht, die wievielte Schwangerschaft es von der Frau ist, weil natürlich das ist super entscheidend. Es ist das erste Kind, schaffen wir es meistens in die Klinik. Ist es das zweite, dritte oder vierte Kind, ist es manchmal vielleicht eher unrealistischer, dass man es noch schafft. Genauso auch die Anamnese, Vorerkrankungen, Allergien, die sind natürlich schon auch wichtig. Und ganz klar der Geburtstermin, der errechnete Geburtstermin. Alles andere erfragt ihr einfach bei der Frau. Sowas wie Kindslage, das sagt die Frau euch. Da müsst ihr nicht im Mutterpass suchen. Okay, Genau. wunderbar. Und vielleicht noch einmal, weil man sich da vielleicht am Anfang ein bisschen schwer mit tut. Es steht ja immer die Schwangerschaftswoche drin und dann noch ein Plus. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, also wenn wir jetzt mal, ach, wie in dem Nerdfall, war es ja die 27. plus dritte Schwangerschaftswoche. Das heißt, wir haben 27 Wochen komplett abgeschlossen plus 3 Tage. Also wir befinden uns in der 28. Schwangerschaftswoche. Okay, wunderbar. Das können wir uns doch so mitnehmen. Und Silja, jetzt kommst du auf jeden Fall ins Spiel. Steffi hat ja gerade schon angesprochen, die Geburtsposition. Am besten so, wie es die Frau am liebsten gerade hat und möchte und braucht. Hast du vielleicht ein paar Tipps für den Rettungswagen? Was hat sich vielleicht bewährt oder ja, muss man einfach schauen, was sich ergibt? Schieß einfach mal los. Also natürlich idealerweise, glaube ich, geht es uns allen gleich. Wir würden so ein Kind lieber irgendwie in einer beheizbaren Wohnung mit etwas besseren Platzverhältnissen zur Welt bringen als im Rettungswagen, auch wenn es sonst so unser Nonplusultra, was Lichtraum, Wärme angeht, ist. Aber für eine Geburt sind die Bedingungen je nach Bundesland wirklich so mittelmäßig gut. Was man optimieren kann, was glaube ich jeder so aus der Ausbildung und aus den Lehrbüchern kennt, ist das Drehen der Trage. Also gerade die älteren, noch nicht elektrohydraulischen Tragen, die kann man ja drehen, kann man Superteil drehen. Das sagt auch der Hersteller tatsächlich so, dass das zulässig ist und dass man es machen kann. Und das ist ja immer so die Standardsituation, Mensch vor der Geburt, da dreht man an die Trage. Das kann man sich durchaus überlegen, weil man einfach nicht den Bereich, in dem man dann arbeitet, wo das Kind zur Welt kommt, dann in dem engsten Bereich des Rettungswagens hinten hat. Aber man kann es auch aus anderer Weise betrachten, weil wenn man dann ein Kind versorgen wird, dann wird man das in der Regel vorbereiten, der Ablage, die ja irgendwie jeder Rettungswagen so an der Trennwand hat zum Fahrerhaus. Und dann ist natürlich die Mutter immer im Blick zu ihrem Kind. Das kann gut sein, kann aber je nach Situation natürlich auch ein bisschen behindern, wenn das dann immer so ein direkten Kontext ist und auch, wenn man sich vom Team her aufteilt. Ein Teil des Teams bereitet irgendwie so einen Neugeborenenversorgungsplatz im Rettungswagen vor und der andere Teil des Teams kümmert sich um die Mama. Da stößt man dann natürlich schnell zusammen an der Stelle, wo die Trage gedreht ist. Eine Überlegung ist es aber allemal, wenn man sagt, ich fühle mich da jetzt beengt, ich kann hinten nicht arbeiten und die Frau kann auch ihre Beine zum Beispiel nicht gut anstellen, was ja manche Frauen sehr angenehm finden, dann wäre es eine Überlegung, natürlich rechtzeitig die Trage zu drehen. Genau. Okay. Wäre so eine Überlegung. Ansonsten kann man an dieser Trage so mittelmäßig viel optimieren, aber sie ist ja zum Glück relativ schmal und dadurch können die Frauen eigentlich relativ gute Positionen einnehmen, wie sie wollen, also irgendwie auch mal Beine runter oder so. Und wir haben überall Griffe im Rettungswagen, das heißt, da kann man sich auch so ein bisschen alle die Stimmt. Position Die können dann wechseln. natürlich auch noch mal herhalten und umfunktioniert werden. Und wenn du jetzt gerade schon so das Platzmanagement angesprochen hast, wie würdest du denn, also abseits von deinem tollen Storchennest, was du uns mal präsentiert hast, wie würdest du denn da noch mit dem Platzmanagement vielleicht auch personell ja quasi haushalten? Also was bietet sich denn an, wer sich um was kümmert? Gibt es da eine Aufgabenverteilung, die du empfehlen kannst, damit man sich nicht ständig in die Quere kommt und das alles vielleicht ein bisschen organisierter abläuft? Also ich glaube, der Hauptstichpunkt da ist die Aufgabenteilung per se, die mal irgendwie in so einem Pre-Briefing auf Anfahrt im Idealfall oder vor Ort, wenn man feststellt, hey, das wird jetzt echt eine Geburt, das ist nicht nur der Bauchschmerz, den wir jetzt irgendwie anschauen, dass man dann im Idealfall natürlich durchführt. Und dazu gehört auch, wie teilen wir uns auf, wenn. Zu zweit sind wir dann natürlich dann schon echt am Limit, weil wir haben im Zweifelsfall oder wir haben dann 2 Patienten zu versorgen und da ist dann jeder gut gefordert. Wer sich jetzt da an welcher Stelle wohler und suffizienter fühlt, kann man im Prinzip keinem Team vorgeben. Natürlich wehrt sich auch je nach Kulturkreis irgendwie so ein bisschen, wenn man vielleicht eine weibliche, eine männliche Komponente im Team hat, dann fühlen sich gerade manche Frauen auch wohler, wenn jetzt die Frau dabei ist, ohne dass wir Frauen immer auch jetzt so eine Geburt schon mal begleitet erlebt haben. Aber häufig fühlt man sich da wohler. Aber natürlich muss man irgendwie so handeln, dass man sagt, die Expertise, die man im Team hat, ist immer an der richtigen Stelle. Das heißt, das kann auch heißen, ich kümmere mich, wenn ich jetzt der Notzahn bin oder der Teamleader, der Notarzt, vielleicht erstmal um den Geburtsvorgang, weil ich mich da irgendwie sicher fühle, weil ich dazu Ideen habe. Und wenn ich aber merke, das Kind ist schwächt, kommt schlapp auf die Welt, dann muss eben was vorbereitet sein, wo ich das Kind versorgen kann. Aber dann muss ich da natürlich im Zweifel auch switchen können und sagen, ich gebe jetzt betreuende Mutter, die soweit stabil wirkt, an jemanden ab, der mir Bescheid gibt, wenn es sich ändert. Und ich gehe jetzt an diesen Versorgungsplatz und übernehme das Kind in der Versorgung. Aber Okay. letztendlich muss man da sein Team immer entsprechend kennen und es aber klar definieren und klar zuteilen, weil
Wir haben in einem Rettungswagen oder in einer Wohnung einfach zwei Einsatzorte und das ist herausfordernd von der Organisation. Das stimmt. Ja, Teamkenntnis ist natürlich immer viel wert, leider nicht immer möglich, aber wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich gehört auch einfach ein bisschen Dynamik dazu und auf die muss man sich gefasst machen und einstellen und ja, sich arrangieren und dabei natürlich immer die Ruhe bewahren. Das hatten wir uns ja auch schon mitgenommen. Ganz easy. ja, das sagt ihr dann immer so einfach, ne? Genau, jetzt haben wir aber auch noch den Worst Case hier im Fall, dass die Geburt tatsächlich zum Stillstand kommt. Das ist natürlich jetzt alles ja ein super Ausnahmefall mit der Frühgeburt und dann auch noch dem Geburtsstillstand. Aber Steffi hat da trotzdem ein paar Tipps für uns. Richtig, also ich finde, der erste Tipp ist erstmal wirklich, man muss sich einfach im Rettungsdienst bewusst machen, man kann nicht jedes geburtshilfliche Problem lösen. Das ist einfach Fakt. Und natürlich ist es auch einfach, man kann halt die wunderschöne Geburt haben im Rettungsdienst oder halt die hochdramatische Geburt. Also das ist einfach eine Gratwanderung. Jetzt in dem Nerdfall war es ja wirklich Frühgeburt plus Beckenendlage. Also da kam ja schon einiges zusammen. Jetzt, ich denke, man muss die Kirche auch im Dorf lassen. 94% der Kinder liegen ja um den Geburtstermin herum eigentlich in Schädellage, was einfach schon mal alles so ein bisschen mehr entspannen könnte. Aber natürlich gibt es auch Notfallsituationen nach der Kopfgeburt, also so die Schulterdystokie fällt mir da natürlich direkt ein. Da muss ich einmal unterbrechen. Bei dem Wort, da tun sich wahrscheinlich viele Fragezeichen bei einigen auch. Kannst du das einmal umschreiben? Ja, Schulterdystokie ist letztlich eine Einstellungsanomalie, die nach der Geburt des Kopfes auftritt. Das heißt, dass die restliche Körper nicht geboren werden kann oder einfach erschwert nur geboren werden kann. In den meisten Fällen einfach, weil die Schultern hängen. Entweder oben im Becken oder im Beckeneingang noch oder im Beckenausgang. Das sehen wir aber nicht. Also letztlich sehen wir nur, dass das Kind halt nicht kommt. Der Kopf ist geboren und das Kind kommt nicht. Richtig. Und normalerweise nach Kopfgeburt dauert es eigentlich noch mal so eine Wehe, bis der restliche Körper kommt. Bei der Schulterdystokie ist ganz oft so dieser Kopf so aufgesessen, man nennt es Turtle sein, einfach wie so eine Schildkröte. Der Kopf zieht sich eher wieder zurück, als dass er kommen möchte. Und das sind schon so kleine Warnsignale. Das muss nicht sofort eine Schulterdystokie sein, aber wenn ich da das Gefühl habe, oh, der Kopf vielleicht eher zurück, versuche ich direkt natürlich mehr Dynamik irgendwie in diese Geburt zu bekommen. Das heißt, ich brauche eine Bewegung im Becken. Ganz leicht erreiche ich es natürlich, wenn die Frau einfach mal mit ihrem Po vorrutscht, zurückrutscht, zur Seite rutscht. Also ich muss das ja noch gar nicht so kommunizieren mit der, dass wir jetzt eine Situation haben, die uns nicht so ganz passt, aber wir lassen die einfach mal ein bisschen hin und her rutschen. Oder wir drehen die vielleicht auch einfach mal auf die Seite. Wenn wir nach der nächsten Wehe dann wirklich den Körper nicht bekommen haben, dann sollten wir schon weitere Maßnahmen in Angriff nehmen. Und dann fällt mir das McRoberts-Manöver ein. Das kann man sich auf jeden Fall mal merken. Das heißt, wir nehmen die Beine von der Frau wirklich die Knie zur Brust, führen die ran und strecken dann die Beine ganz weit wieder. Und das machen wir dreimal, viermal, um dann hoffentlich den restlichen Körper zu bekommen. Ja. Ja, wunderbar. Also das ist doch jetzt schon mal was, wenn man irgendwie mit dem Rücken wirklich an der Wand steht, es nicht vorangeht. Das scheint mir auch im Rettungswagen eigentlich ganz gut umsetzbar zu sein, Genau. ohne sich da jetzt verrenken zu müssen. Wunderbar. Jetzt haben wir es ja aber dann tatsächlich doch noch geschafft, dass in dem Fall das Frühgeborene geboren wurde. Und da gibt es ja auch noch ein paar Besonderheiten zu beachten. Ich weiß nicht, Silja, möchtest du erst mal anfangen? Ja, klar, gerne. Also erstmal Respekt an die Kollegen aus diesem Fall. Als ich den gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, wow, das erleben auch wir jetzt nicht alle Tage da außen und da hätte ich auch ganz schön Respekt. Das bringt natürlich auch am Punkt Vorbereitung, Team Briefing, wieder so ein paar Besonderheiten. Das heißt, die Kollegen haben sich ja schon darauf eingestellt, hey, das könnte in Richtung Geburt gehen.
und haben sich so ein bisschen überlegt, auch was sie an Material brauchen könnten. Und wenn wir uns da so einen kleinen Versorgungsplatz einrichten im Fahrzeug, dann müssen wir da natürlich nochmal beim Frühgeborenen nochmal mehr drüber nachdenken, wie wir Wärme in den Rettungswagen bringen und wie wir die Wärme auch im Rettungswagen halten. Das heißt, Türen schließen, Fenster schließen, Türen so schließen, dass da keiner einfach mal reinkommt. Wenn wir diese Alu-Ablagen haben, wo wir die Kinder vielleicht drauf versorgen, wie kann ich da wirklich eine Polsterung schaffen, Wärmesperre, dass da nicht nach unten weggeht? Und tatsächlich fürs Frühgeborene, das wird immer so ein bisschen belächelt, wenn man bei uns die Schublade aufmacht, zieht man Toppitzbeutel raus, relativ große. Und die Verwendung ist da nicht immer gleich ganz klar, aber tatsächlich fürs Frühgeborene, und das ist ja wirklich ein sehr frühgeborenes, also ERC macht da so drei Grenzen, unter 28 plus 0, unter 32 plus 0 und dann quasi die reifen Neugeborenen. Und das fällt ja dann in die erste Kategorie, das Kind, was wir da haben. Und diese Kinder tatsächlich nicht, wie wir es sonst kennen, erstmal abzureiben und zu trocknen, von der Käseschmiere zu befreien, sondern diese Kinder werden mit dieser Schmiere, die sie mitbringen, mit dieser Feuchtigkeit in eine Plastikfolie gepackt. Gibt es natürlich kommerzielle Produkte, die sind ganz toll. Hat wahrscheinlich nicht jeder und könnte aber im Zweifel auch die Toppitz-Tüte tun, die natürlich unter Aussparung des Gesichtes, völlig klar, aber ums Kind geschlungen wird und damit so eine Art Mini-Neopren, könnte man es beschreiben, bietet. Das heißt, dass wir durch die Feuchtigkeit, die wir mit der Plastikfolie einhüllen, so eine Dampfsperre erreichen, die einfach schon mal der erste Wärmeerhalt ist. Dann natürlich das Kind trotzdem weiter einschlagen und auch sonst schauen, dass die Wärme im Raum definitiv über 25 Grad liegt, nicht nur gefühlt für uns, sondern tatsächlich richtig, richtig eingeheizt. Also das wäre mal Punkt 1, der den Frühgeborenen einfach noch mal wichtiger ist als einem Reifgeborenen, wo man gar nicht genug Augenmerk drauf legen kann. Da hast du uns auch Und noch ich kann mal ein auch tolles. vorne. Ach, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, da hast du uns ja auch noch ein tolles Bild zur Verfügung gestellt. Da kann man sich Genau. das dann auch noch mal besser vorstellen mit. Wunderbar. Okay, Punkt 1, Wärmeerhalt. Punkt Genau. 2. Ganz großer Topic. Genau. Punkt 2 ist dann letztendlich im Bereich der prolongierten Beatmung, wie der ERC sagt. Also wenn dieses Kind Unterstützung braucht am Anfang. Das heißt, es wird ja im Regelfall neben Stimulation, die wir, wie gerade schon gesagt, beim Frühgeborenen eher durch die Plastikfolie dann erreichen, wird dieses Frühgeborene vermutlich auch eine Druckunterstützung brauchen, weil einfach die Lunge ja noch nicht so reif ist, wie wir das vom Reifgeborenen kennen. Und da gilt es einfach so ein bisschen den Spitzendruck anzupassen. Beim Reifgeborenen spricht man da so von maximal 30 cm Wassersäule als Druck. Beim Frühgeborenen sollte man den Druck auf 25 cm Wassersäule begrenzen. Ich glaube, manche Anästhesisten kriegen da trotzdem Stress, dass das ja auch schon recht hoch ist. Tatsächlich brauchen diese feuchten Lungen nach der Geburt es aber trotzdem beim Frühgeborenen natürlich ein bisschen adaptiert. Ich hoffe, dass sich dann zwischendurch diese kleinen Druckmanometer durchgesetzt haben, auch an den Atmungsbeuteln, die standardmäßig dazugehören, dass man das ein bisschen monitoren kann. Also maximaler Spitzendruck ist ein bisschen reduziert beim Frühgeborenen. Und dann Thema Sauerstoffgabe. Beim Reifgeborenen würden wir immer mit Raumluft einsteigen, was diese prolongierten Beatmungen angeht, wenn die notwendig sind. Beim Frühgeborenen dürfen wir tatsächlich ein bisschen Sauerstoff zugeben. Das heißt, bei den unter 32 Wochen kann man sich so ein bisschen rantitrieren zwischen 21% und 30%. Unter 28 plus 0 empfehlen die Leitlinien aber tatsächlich immer mit einem FiO2 von 30% reinzugehen. Das ist rettungsdienstlich nicht immer ganz leicht handelbar, das ist mir völlig bewusst. Also je nachdem, was wir da so an Gadgets zur Verfügung haben, können wir halt Sauerstoff anschalten oder halt nicht. Ich glaube, als Quintessenz so ein bisschen mitzunehmen, beim Frühgeborenen darf ich durchaus dran denken, auch mal ein bisschen Sauerstoff mit an den Beutel zu hängen, ohne da jetzt sofort irgendwie die Angst, die wir haben, ist ja da jetzt Sehschäden oder so auszulösen. Dieses Kind wird einfach erstmal eine Unterstützung brauchen bei der Atmung. Und das würde ihm auch sehr gut tun. Genau, das sind eigentlich erstmal so die Kernpunkte. Herausfordernd wird es natürlich dann, wenn wir weitergehen müssen, irgendwie in Advanced-Maßnahmen, was Zugangswege angeht, was supraglottische Atemwegshilfen angeht. Das ist natürlich alles in dem Bereich schon noch sehr, sehr klein, beziehungsweise gar nicht vielleicht so verwendbar, wie wir es kennen. Also da muss man sich so ein bisschen drauf einstellen. Häufig wird aber für das präklinische Setting wahrscheinlich eine gute Positivdruckbeatmung, die das Kind unterstützt, dem Frühgeborenen schon sehr gut helfen, zusammen mit dem Wärmeerhalt.
Okay, wunderbar. Gibt es denn beim Abnabeln irgendwas zu beachten oder kann ich das eigentlich dann machen wie beim Reifgeborenen? Also gerne auch die Steffi, sie haben wahrscheinlich auch einen Hebammenteil, aber grundsätzlich werden die Frühgeborenen tatsächlich ein bisschen davon profitieren, dass sie quasi nochmal einen kleinen Volumenbolus kriegen aus der Nabelschnur. Aber vielleicht hat die Steffi da noch Tipps, wie man das genau umsetzt. Nein, also sehe ich genauso. Also ich kenne so alles unter der 28. Woche ist es eigentlich empfehlenswert. Ansonsten nicht zwingend notwendig. Und auch da muss man ja wieder sagen, wenn man ein Kind außerklinisch bekommen hat, macht man ja erstmal drei Kreuze und muss sich dann auch gar nicht explizit immer super viel um das Abnabeln im Endeffekt Gedanken machen. Also deswegen, wenn jemand abnabelt und nicht ausstreicht, dann ist es so. Also, genau. Aber bei allen Reifgeborenen würde ich einfach ganz normal abnabeln. Also nicht viel Gedanken machen. 10 cm vom Hautnabel entfernt, zwei Klemmen setzen, durchschneiden. Ja, und gut ist. Ja, wunderbar. Das habt ihr ja auch schon in den anderen Videos noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben und behandelt. Und wenn es jetzt auf der Welt und abgenabelt ist, wie ist es denn dann mit zur Mutter geben? Also gerade bei den Frühgeborenen ist man ja da ein bisschen zurückhaltender. Wie würdet ihr da jetzt vielleicht vorgehen? Also, ich habe wirklich Respekt vor so einer Woche und wäre da sehr drauf gefasst, dass dieses Kind erstmal Unterstützung braucht und würde es mir, glaube ich, auch schnellstmöglich erstmal meinen Versorgungsplatz holen, um diese Unterstützung gewährleisten zu können und den Wärmehalt gewährleisten zu können. Wenn dieses Kind sich wie erwartet natürlich super adaptiert und da ohne Atemhilfe toll zurechtkommt, dann kann man es natürlich mal irgendwie kurz zur Mama geben und ihr ja, vor allem auch zeigen. Aber dieses Kind muss sehr, sehr engmaschig natürlich beobachtet werden in meinen Augen, weil die einfach mit dieser Anstrengung in der Woche, mit der Anstrengung kämpfen werden, da ihre Atemwege und ihre Alveolen offen zu halten und da vielleicht einfach echt Unterstützung brauchen oder sich sehr schnell erschöpfen. Okay. Steffi, hast du noch irgendwas hinzuzufügen oder stimmst du da Also zu? Frühgeborenen stimme ich dir voll und ganz zu. Genau, bei Reifgeborenen finde ich immer einfach. Klar, wenn keine Maßnahmen notwendig sind, darf dieses Kind selbstverständlich zur Mama. Aber der Wärmeerhalt ist einfach extrem wichtig. Und da eben nicht nur daran denken, dass man den Körper einpackt, sondern halt auch wirklich immer den Kopf mit einpacken. Und ich finde, jedes Kind, was bei der Mutter ist, muss trotzdem unter strenger Beobachtung vom Rettungsdienst sein. Einfach weil Kinder ja auch weiterhin immer noch in einem kritischen Zustand sein können und weiterhin auch einfach verfallen können. Deswegen immer unter Beobachtung. Okay, alles klar. Haben wir da doch auch schon wieder was mitgenommen. Und jetzt war in dem Nerdfall noch der letzte Punkt mit dem Oxytocin. Könnt ihr da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, einfach weil es manche vielleicht zuerst das erste Mal gehört haben? Was hat es damit auf sich? Wann setzt man das ein? Also Oxytocin gibt man ja prinzipiell einfach mal als Blutungsprophylaxe, diese drei Einheiten, wobei man eigentlich sagen muss, es gibt eigentlich keine Indikation für diese drei Einheiten Oxytocin, wobei man in der Präklinik natürlich auch da ein bisschen großzügiger sein darf und im Zweifel lieber mal die drei Einheiten Oxytocin in der Kurzinfusion oder in 10 Milliliter Nazel geben, weil ihr halt einfach nicht in der Klinik seid. Also ihr habt ja nichts anderes. Deswegen finde ich, darf man da definitiv großzügig sein. Ansonsten natürlich auch im Hinblick auf die Nachgeburt, auf die Plazenta, sollte die nach 20 Minuten nicht da sein, empfiehlt sich es auf jeden Fall, diese drei Einheiten Oxytocin zu geben. Okay, alles klar. Silja, das handhabt ihr wahrscheinlich auch so oder gibt es noch was von deiner Seite dazu? Genau, also wir orientieren uns jetzt eigentlich vorrangig, nachdem uns da die Erfahrung auch fehlt, die Blutungsmenge zu beurteilen. Das fällt uns jetzt dann doch schwieriger als den Hebammen in der Klinik. Aber wir orientieren uns da an der Leitlinie vom letzten Jahr und eben auch diese Oxytocin-Einheiten. Und die Leitlinie empfiehlt ja auch noch 1 Gramm Tranexamsäure zu verabreichen zusätzlich. Genau. Das ist auch noch Sonst eine wertvolle Ergänzung. aber auch nicht vor Ort jetzt zu verharren und diese Plazenta abzuwarten, sondern wenn alles soweit passt, auch zu schauen, dass wir in Richtung Klinik kommen, weil so eine atone Nachblutung natürlich irgendwie auch keiner außen haben will.
Nach der Frühgeburt. Richtig. Ja, wunderbar. Ja, da haben wir doch jetzt hier schon wieder einiges mitgenommen. Und dann würde ich mich auch schon für eure Zeit bedanken und eure Expertinnen-Einblicke nochmal zu dem Thema. Also wir haben betont, das ist eigentlich wirklich ein absoluter Ausnahmefall, den wir hier miterlebt haben, quasi in dem Fall. Aber die Take-Home-Points zu den einzelnen, ja, quasi Spezialthemen setze ich euch einfach nochmal drunter. Und ja, dann womöglich bis ganz bald, bis ihr das nächste Mal bei Nerdfall Medizin in einem der Videos auftaucht. Und ja, bis dahin. Bis Tschüss. dann, schöne Geburten. Tschüss.